Ich zeige euch heute, wie ich alle Kugellager meiner Schiebetür ausgetauscht habe. Die waren schon wirklich sehr schlecht und haben laute Geräusche gemacht. Ich würde euch raten, die Schiebetür auch komplett auszubauen. Das habe ich ja in einem anderen Video gezeigt, wo ich meinen Bulli entkerne für die Restauration. Und deswegen war es auch wirklich ganz leicht in Ruhe hingelegt, auf die Kissen drauf und konnte ich in Ruhe, ja, alles ausbauen, abnehmen, schön sauber machen, wieder reintun. Und jetzt läuft es ganz gut. Ich werde euch einen Vergleich am Ende mal zeigen. Vorher, nachher. Von vorher ist auch nur so ein Clip, wo ich dann die Tür ausgebaut habe. Deswegen, ich habe nicht daran gedacht, vorher wirklich ein Video zu machen. Aber es reicht aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein großer Unterschied ist, weil das sind ja Flüsterrollen, die ich mir gekauft habe. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Okay, ich fange mit dem unteren Traggelenk oder mit dem unteren Arm an. Und dann werde ich jetzt mit Silikonentferner komplett sauber machen und dann werde ich das alles austauschen. Das hier sind die alten Rollen. Das ist das alte Kugellager und das ist die laute Rolle noch. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Ich versuche mal ganz nah zu machen. Ja, also so gut rollt sie halt noch oder so schlecht. Ja, also so gut rollen die nicht mehr, auch wenn die gut aussehen, wenn man die sauber macht. Aber die kann man gut tauschen. Ich gebe euch einen Tipp. Ich habe die jetzt ausgenommen, extra sauber gemacht, um einfach genau die exakte genau das exakte Kugellager auch wieder zu nehmen. Weil es gibt zwei verschiedene Kugellager. Das hier ist ja klar, das gibt es nur einmal. Aber davon gibt es zwei verschiedene und deswegen kann ich das vergleichen und dann gleich die richtige einsetzen. Jetzt machen wir die Flüsterrolle dran und zwar kommt die schmalere Seite zuerst rein. So, dann kommt die Scheibe. Das ist einfach nur eine Scheibe, ne? Das ist jetzt nicht so eine Sicherungsscheibe. So, die kommt dann als nächstes. So, und dann kommt die Mutter drauf. Scheibe, die hält dann den Abstand, dass sich hier die Flüsterrollen noch drehen kann. Damit die Flüsterrollen wirklich leise sind, müsst ihr das auch wirklich, also jetzt habe ich das lackiert oben auch, also hier an den Seiten, innen auch und oben. Und wenn man jetzt mit dem Finger durchgeht, dann merkt man so leichte Wölbungen. Und damit diese Flüsterrolle wirklich auch leise ist, muss man diese Wölbungen abschleifen. Und das mache ich jetzt. Und dann, das zeige ich euch jetzt, mache ich, Moment, genau, hier ist ja noch eine Flüsterrolle, also wo es auch laut sein könnte, das hier alles noch sauber, bis da hinten hin, ja, und dann setze ich die mal einfach so ein und dann gucken wir mal, wie leise die da dran ist, ne? Bin gespannt. Ja, viel besser. Mit 400er mache ich das. Okay.
So, das habe ich jetzt alles sauber gemacht. Und hier oben auch, wo die entlang läuft. Und jetzt beweise ich euch, dass es leise ist. Ich habe nachgeguckt, alles funktioniert, alles dreht sich super. Ob es jetzt viel leiser ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, man könnte es noch ein bisschen besser machen, indem man hier irgendwas hinklebt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr da Ideen, vielleicht mache ich da noch irgendwas hin. Also gerade habe ich gemerkt, dass nicht dieses Röllchen wirklich die meisten Geräusche macht, sondern eher die hier oben, zwei. Und deswegen weiß ich nicht, was man da hin machen kann. Kann ich im Nachhinein noch. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden damit, war auch wirklich sehr leicht und deswegen würde ich es jedem empfehlen.